Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von mir an dieser Stelle, Herr Kollege Behrens, alles Gute für die weitere Zukunft und ein Dankeschön für das Leiten des Untersuchungsausschusses. Aber dann komme ich auch schon gleich wieder zurück zur Realität, denn wenn man jetzt gerade so Ihre Rede gehört hat, hatte ich doch den Eindruck, wir saßen in zwei unterschiedlichen Ausschüssen. Ich kann mir das nicht verkneifen, insbesondere wenn ich, und das hat mich damals so erstaunt, deswegen erstaunt mich jetzt Ihre Rede auch wieder, oder beides sollte nicht erstaunen, wenn man im Februar 2017 auf tagesschau.de geklickt hat und dann lesen muss, Lob vom Linksparteipolitiker für den CSU-Minister. Und dann beschreiben Sie, dass die Untersuchungskommission Volkswagen mit den Worten, ich zitiere Sie sogar wörtlich, das ist eine gute Herangehensweise gewesen, und attestieren Sie damals unserem Bundesverkehrsminister Februar 2017 auf tagesschau.de. Diesem Lob kann ich mich ja eigentlich nur in Ihrem Namen jetzt ganz herzlich anschließen. Der Ausschuss hat auch eines klar hervorgebracht, dass die Bundesregierung keine Kenntnis von den Manipulationen hatte und insbesondere auch der immer wieder genannte Kronzeuge Resch von der Deutschen Umwelthilfe diesen hohen Anforderungen an diesen Zeugen in keinster Weise gerecht geworden ist, sondern es hat sich letztlich das bestätigt, in keiner Akte, bei keiner Vernehmung eines Ministers. Und auch das, lieber Kollege Behrens, ganz viele Minister haben bestätigt, mit Herrn Resch gesprochen zu haben. Aber es gab nie Beweise. Es gab keine Beweise. Und ich habe da immer noch Sigmar Gabriel im Ohr, der gesagt hat, wenn Resch Beweise gehabt hätte, dann wäre er sicher gewesen vom Charakter eines Herrn Resch, dass er das Ganze, also Herr Resch, auch zur Anzeige gebracht hätte. Genau so die Aussage, und davon bin ich auch überzeugt, dass Herr Resch, die Umwelthilfe meidet ja auch sonst das Gericht und die Staatsanwaltschaft nicht, dass die Umwelthilfe das in Anspruch genommen hätte. Resch, Umwelthilfe, Kronzeuge, Totalausfall. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Anhörungen der Sachverständigen. Sie haben es ja schon genannt, wir haben etliche Sachverständige gehört, sowohl von Ihrer Seite benannt, wie von unserer Seite benannt. Aber letztlich haben alle Sachverständige bestätigt, dass es keine Hinweise auf Manipulationssoftware gegeben hat. Ich zitiere Ihren Sachverständigen Kohlke, der ist ja nicht von uns benannt worden. Interessanterweise, uns sagt man ja sonst immer die Nähe zum ADAC nach, aber es war diesmal der Ihrige. Man habe definitiv nie von Abschalteinrichtungen sprechen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit wird auch eines deutlich. Diese Manipulation, und ich meine, dass es sich bei VW hier um eine Manipulation gehandelt hat, das ist ja unstrittig, aber es ist genauso klar, dass es keine Kenntnis auf unserer Seite oder auf Seiten der Regierung oder der sonstig Handelnden gab. Und auch da, lieber Kollege Behrens, würde ich schon bitten, ein Sondervotum, klar, Ihre Aufgabe. Aber wenn man Sondervoten macht, dann möge man doch bitte bei den Tatsachen bleiben. Ich möchte da hinweisen auf ein Herstellergespräch mit dem KBA, das Sie zitieren, und dort die Jahreszahl 2011 setzen. Aber es geht eindeutig aus dem Protokoll hervor, dass das Gespräch 2015, nämlich nach Kenntnis dieser Abschalteinrichtungen, geführt worden ist. Man sollte da auch bitte um keinen falschen Schlag in solche Berichte zu bringen, konkret bei der Wahrheit bleiben. Denn eines hat sich nicht bestätigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Oppositionsgeheul vom Staatsversagen oder der Wegschau-Mentalität, das waren reine mediale Floskeln, um etwas aufzubauschen.
dass die Messverfahren, insbesondere der NEFZ, Schwächen hat und dass deswegen Messwerte im Labor nicht den realen Werten entsprochen haben oder entsprechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist im Endeffekt eine Volksweisheit. Das weiß jeder. Das ist nie von irgendjemand bestritten worden. Und deswegen hat man sich ja in einem langjährigen und schwierigen Verfahren auf europäischer Ebene auf den Weg gemacht, hier ein besseres Verfahren, nämlich das Real Drive Emission, zu entwickeln. Und auch da wurde von den Sachverständigen ganz klar gesagt, dass die Entwicklung eines solchen neuen Messinstrumentes eben die Zeit braucht. Und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war es der Zeuge Hausberger, der gesagt hat, ich habe mich dabei in keiner Weise irgendwie von der Automobilindustrie beeinflusst gefühlt, sondern es waren technische Fragestellungen, an denen wir hier gearbeitet haben. Man kann also an der Stelle einfach festhalten, Abweichungen ja, wir wussten davon, Herausforderungen ja, man ist sie angegangen auf europäischer Ebene, aber nochmals, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, kein Staatsversagen. Und auch das ist Teil der Wahrheit. Auch die EPA in den USA hat die manipulierte Software nicht selber gefunden, sondern VW hat sie aufgedeckt, der EPA gegenüber. Und das ist nun mal ein ganz großer Unterschied in das Unterschied in der Sache. Unterschied in der Sache, den man nicht so einfach wegdiskutieren oder beiseite schieben kann. Die Frage, ob es eines Untersuchungsausschusses bedarf. Lieber Kollege Behrens, der Untersuchungsausschuss ist das schärfste Schwert der Opposition. Sie haben es gezogen, dass der Untersuchungsausschuss an sich stumpf blieb. Lag insbesondere daran, dass ja, wie Sie selber gegenüber Tagesschau.de eingeräumt haben, der Minister in vorbildlicher Weise zielgerichtet schnell eine Untersuchungskommission eingerichtet hat, um die Vorwürfe zu untersuchen und um auch die ganze Dimension, dieser manipulierten Software aufzuklären. Insofern klar, richtige Aussage. Wir haben diesen Untersuchungsausschuss gemeinsam gemacht. Wir haben, auch ich als Jurist, viel über Technik erfahren. Das ist ja manchmal ganz interessant. Aber letztlich war das entscheidende Herangehen das Herangehen des Ministeriums. Für andere Fragen sind Staatsanwaltschaften und Zivilgerichte zuständig, kein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Ich gebe zu, auch wir von Unionsseite waren über ein paar Auftritte, vorsichtig ausgedrückt, überrascht, erstaunt und ich sage es ganz offen, verärgert und enttäuscht. Ich meine die Auftritte zum Beispiel des Herrn Winterkorn. Dieser Auftritt, sage ich ganz offen, war nicht im notwendigen Respekt gegenüber dem Parlament. Es war auch eine vertane Chance des VW-Konzerns der Öffentlichkeit, den eigenen Mitarbeitern und Kunden gegenüber, die Dinge zu erklären, die offensichtlich sind. Und dass Herr Piech sich nur über die Zeitung äußert, aber dann mit einem formalen Argument überhaupt nicht kommt, ist ehrlich gesagt und gelinde gesagt am Rande der Pünktchen. Schnellstmögliche Aufklärung durch die Untersuchungskommission habe ich schon genannt. Weitere Versuche der Opposition im Laufe des Untersuchungsausschusses internes, auch aus dem Ministerium, zu skandalisieren, lieber Kollege Krischer, waren klassischste Rohrkrepierer. Irgendwelche Vergleiche mit einer Affäre von Hillary Clinton waren geradezu amüsant. Und selbst die Ihnen in dieser Frage nahestehende Süddeutsche Zeitung hat Ihnen politische Geschäftemacherei mit einer Affäre vorgeworfen. Das kommt nicht von uns, das kommt von der Süddeutschen Zeitung und die steht uns bekanntlich nicht so nahe wie Ihnen.
Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat schnell gehandelt. Ich zähle jetzt auch mal kurz auf, damit man hier das Ganze noch mal sieht. Die verpflichtenden und freiwilligen Rückrufe. Ein ganzes Paket an nationalen Maßnahmen. Ja, Herr Kollege Krischow, Sie können ja lachen, aber es ist gehandelt worden. Das KBA bekommt in Zukunft vor Erteilung der Typgenehmigung eine Erklärung zu Motorschutzeinrichtungen. Wir haben die Dopingstest, wir haben die Endrohrmessung. Wir sind auf europäischer Ebene weiterhin unterwegs, um die Dinge zu regeln, die europäisch geklärt werden müssen. Wir würden uns freuen, wenn alle europäischen Partner die Maßstäbe anlegen wollten, die wir in diesen Dingen anlegen würden. Ich verweise da insbesondere auf die Europäische Verkehrsministerkonferenz vom 7. Juni 2016. Da hat man ganz deutlich gesehen, wie die Fronten in Europa laufen. Und da nützt alles Lachen oder Grinsen nichts. Helfen Sie lieber mit, auf diesen Ebenen auch für entsprechende Beschlüsse zu sorgen. Und dann ist der Kollege Gastel. Ja, der Kollege Gastel ist nicht da. Der Kollege Kretschmann oder der Ministerpräsident war auch nur in der Früh da. Aber ich kann es Ihnen einfach nicht ersparen. Ich kann Ihnen eines nicht ersparen bei diesem Thema. Das ist nämlich die Widersprüchlichkeit in Ihren eigenen Reihen. Ich habe mich selten über ein Video so amüsiert, auf der einen Seite. Und es hat mich selten so betroffen gemacht, wie Sie meinen, die Öffentlichkeit täuschen zu können, wenn Ihr eigener Ministerpräsident sagt, was verzapft ihr da eigentlich? Wir dürfen die Frage des Klimaschutzes natürlich nicht aus dem Auge verlieren. Deswegen ist die Frage des Diesel- und der CO2-Werte auch in die Gesamtabwägung mit einzustellen. Wir haben heute schon diskutiert über das Thema Elektromobilität. Auch da sind wir unterwegs. Da können wir uns von der Union manchmal auch etwas anderes vorstellen als eine Kaufpreisprämie der SPD. Auch das mal hier ganz offen gesagt. Wir glauben aber eines, dass Dieselfahrverbote keine Antwort und keine Lösung auf die wirkliche Herausforderung sind, die wir in diesem Zusammenhang haben. Auch da gibt es inzwischen eine Reihe guter Vorschläge, mit denen werden wir uns ungeachtet eines Untersuchungsausschusses, denn den brauchen wir dafür nicht. Das ist unsere politische Aufgabe, in den nächsten Monaten auseinandersetzen. Der Untersuchungsausschuss hat eines gezeigt: kein Staatsversagen, kein Versagen der Regierung, in erster Linie ein Skandal VW. Dankeschön. Oliver Krische hat als nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.